Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Software LimRaid im Linux-Betriebssystem erstellen und wie Sie Daten von LimRaid 5 wiederherstellen, wenn mehrere Festplatten versehentlich gelöscht wurden oder abgestürzt sind. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. LimRaid ist eine Möglichkeit, ein logisches Volumen zu erstellen, das mehrere physische Festplatten verwendet und die Leistung oder die Array-Absturztoleranz zu verbessern. Im VR bestehen die physischen Festplatten aus einem Volumen grob. Es ist allerdings zuverlässiger, MV-RAID zu verwenden, aber wenn Sie von normalen Laufwerken auf RAID wechseln müssen, ohne das Dateisystem auszuhängen, ist diese Konstruktionsmethode sehr nützlich. Die Platzierung der Datenblöcke von logischen Volumens auf den physikalischen Laufwerken wird durch den RAID-Typ bestimmt. Weitere Details zu RAID-Levers können Sie in einem separaten Video sehen. Den Link lasse ich in der Beschreibung. LimRaid verwendet die Device Mapped und Multiple Device Treiber des Linux-Kernels. DEM wird verwendet, um sichtbare LVMS-Geräte zu erstellen und zu steuern. UMD wird verwendet, um Daten auf physischen Geräten abzulegen. LVM erstellt versteckte logische Volumes, DEM-Geräte, die sich zwischen sichtbaren Partitionen und physischen Geräten befinden. Als nächstes zeige ich, wie man ein RAID 5 mit 5 Festplatten erstellt, die zu einer virtuellen Gruppe von logischen Volumes zusammengefasst sind. Verwenden Sie den Befehl lvmcreate, um ein RAID zu erstellen. Wenn Sie den Logical Volume Manager noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie zuerst mit der Installation beginnen. Siehe das vorherige Video für Details. Installieren Sie diesen Manager SOT Aptiens Stahl VM 2. Melden Sie sich mit dem Root-Konto an, damit Sie Ihr Passwort nicht eingeben müssen. Sudo I. Partitionieren Sie dann die Festplatte mit einem Festplattendienstprogramm oder einem Datenkommunikationsgerät. Geben Sie einfach das Dateisystem und das Format an. Verwenden Sie FDISC im Datenkommunikationsgerät. FDISC dev CDF. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Laufwerk haben, bevor Sie fortfahren, da es alle Informationen überschreibt. Wir geben N, neuen Abschnitt ein, P, Main, ein ersten Abschnitt, dann Enter. Um eine Partition für die LVM-Verwendung vorzubereiten, geben Sie T, Partitionstyp, einen und dann 8E, LVM-Typ, zuweisen ein. Partitionseinstellungen prüfen P nach erfolgreichen Operationen erscheint Partition CD 1. Änderungen schreiben W. Auf diese Weise partitionieren wir alle nicht zugewiesenen Festplatten. Um ein physisches LVM-Volumen auf der neue hinzugefügten Partition zu erstellen, geben Sie als nächstes den Befehl pwcreate. Pwcreate dev cdf1 und wiederholen Sie für jede Festplatte pwcreate dev cdc1 pwcreate dev cdf1. Stellen Sie die Festplatten mit dem Befehl vgrate zu einer Gruppe zusammen. Vgrate vga1 dev cd1 dev cd1 dev cdd1.
Um ein Software RAID 5 in einer virtuellen LeewayHR-Gruppe zu erstellen, geben Sie den folgenden Befehl LeewayHR-CRIDE, ein LeewayHR-CRIDE, N, LeewayHR 5, Typ RAID 5, LCG, I, 4, Vega 1. Dabei gibt N den Namen des Volumens ein. Typ RAID 5 den Typ des Arrays, L die Größe des logischen Volumens, in diesem Fall 10 GB, ein die Anzahl der Geräte, die für die Speicherung verwendet werden sollen. Dies beinhaltet keinen zusätzlichen Paritätsburgspeicher. Die Anzahl muss 12 oder größer sein, da die Mindestanzahl der Platten für diesen Typ 3 beträgt. Und VGA 1 gibt an, von welchem Volumen oder in unserem Fall von welchen Gruppen der Speicherplatz bezogen werden soll. Damit ist der RAID-Erstellungsprozess durch Formatierung und Einhängen abgeschlossen. Lassen Sie es uns auf X formatieren, MKFT, XT4, DFVGA 1, LeewayHR 5, Dateisystem XT4, Gruppenname und Volumenname. Und dann montieren MKDR, MTN, LWM 5, Mount Text 4, Dev Vega 1, Level 5, Mount Level 5. Das ist alles. Das Volumen ist gemountet. So prüfen Sie den LeewayHR RAID Status. Um den LeewayHR RAID Status zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus. LeewayHR AO Name Copy Percent Device VGA 1. Hier wird angezeigt, aus welchen Geräten das Array besteht und zu welcher Gruppe sie gehören. Wenn Sie persönlich wichtige Informationen von einem LeewayHR Array gelöscht haben, kann Hetman RAID Recovery Ihnen helfen, diese wiederherzustellen. Dieses Dienstprogramm unterstützt die Wiederherstellung von verlorenen Daten von fast allen bekannten RAIDs, sodass Sie Ihre verlorenen Daten leicht wiederherstellen können. Eine Linux-Distribution von Hetman RAID Recovery ist derzeit nicht verfügbar, aber es unterstützt Dateisysteme, die von Windows, MacOS, Linux und Unix verwendet werden. Und es kann alle logischen Strukturfehler auf Ihrer Festplatte reparieren und Ihren Inhalt wiederherstellen. Sie können das Programm unter Linux in einer virtuellen Maschine ausführen, Windows als zweites Betriebssystem installieren oder die Laufwerke an einen Computer mit bereits installierten Windows anschließen. Wie Sie sehen können, hat das Programm automatisch LeewayHR-Parameter gefunden und erkannt und zeigt unten alle bekannten Informationen über das Array an. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie der rechten Maustaste aus Datenträger klicken, auf die eingeschlafenen öffnen. Auf der Registerkarte RAID sehen Sie, aus welchen Festplatten es besteht, die Festplatten-ID, die Blockgröße und deren Reihenfolge. Diese Informationen sind für die manuelle Erstellung eines RAID-Konstruktors nützlich. Daher ist es wichtig, bei der Erstellung des RAIDs alle seine Parameter zu beachten. Um Ihre Daten wiederherzustellen, führen Sie zunächst einen schnellen Scan durch, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk klicken. Öffnen. Schneller Scan. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Informationen auf der rechten Seite des Fensters an. Gelöschte Dateien werden mit einem roten Kreuz kennzeichnet. Wenn schneller Scan keine notwendigen Informationen gefunden hat, führen Sie die vollständige Analyse durch. Markieren Sie das die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und drücken Sie Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und drücken Sie erneut Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Selbst bei zwei nicht funktionierenden Festplatten erkannten die Software den RAID-Typ und zeigte alle bekannten Informationen an.
Nach einem schnellen Scan hat das Programm einige Daten gefunden, die meisten davon sind beschädigt. Führen Sie eine vollständige Analyse durch. Als Ergebnis konnte das Programm mal ganze Daten finden. Wählen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort für die Daten und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn es fertig ist, befinden sich alle Dateien im angegebenen Ordner. Wenn die Software Ihr RAID nicht automatisch erkennen kann, können Sie Konstruktor verwenden. Hier müssen Sie alle Informationen dazu im Detail kennen. Die Blockreihenfolge, Blockgröße, wie viele Bytes in einem Sektor sind, aus welchen Platten er besteht und deren Reihenfolge. LeVay ist eine der vielen Linux-Technologien, die eine große Flexibilität bei der Festplattenverwaltung ermöglichen. In Kombination mit RAID bietet es einen guten Schutz von der Verlust wertvoller Informationen und eine einfache Möglichkeit, Daten zu speichern, zu verwalten und gemeinsam zu nutzen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.